So, da sind wir wieder im normalen Spielverlauf. Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Ja, habe ich ja gesagt, dass das passieren würde, dass ich wiederkomme. Wir sind wieder im normalen Spielverlauf und der Tag bricht an. Jetzt haben wir uns mal angeschaut, wie das Ganze aussieht, wenn man hier in Ishtar ein bisschen questet. Und ärgern uns darüber, dass wir die Wassermagier dafür getötet haben, dass wir es dann doch nicht machen können. Aber wir wollen zumindest mit denen sprechen, die nichts mit den Prüfungen zu tun haben. Da bin ich zum Beispiel sicher. Du kommst aus Nordmar? Mhm. Ich schmiede Erzwaffen. Erzwaffen? Braucht ihr dafür nicht einen dicken Ofen? Um das Erz zu schmelzen. Einen fertigen Rohling kann ich auf jedem Amboss der Welt bearbeiten. Und? Und wenn du Erzrohlinge auftreiben kannst, immer her damit. Und wenn du meinst, dass du es drauf hast, zeige ich dir, wie du selbst eine Klinge schmieden kannst. Na klar doch. Bring mir was über das Schmieden bei. So. Okay, wir könnten hier lernen, schwere Rüstung richtig. Das ist eine schwere Rüstung, die wir tragen, oder? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Ich mach das mal nicht, nee. Okay, aber Erzrohlinge haben wir. Die geben wir. Ich weiß gar nicht, das sind ja eigentlich die Erzrohlinge, die mal gestohlen wurden. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich lasse das erstmal sein. Die könnten wir aber vielleicht später dann abgeben. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. So, mit euch hatte ich ja schon gesprochen, oder? Makas, Kämpfer, Musan. Auch nichts, genau. Das sind ja alles Leute, die nur für die Prüfung interessant sind. So. Jemand wird dafür. Wir werden aber nochmal kurz drüben auf der anderen Seite schauen. Mit Emmet haben wir ja schon gesprochen. Und, mit dem gibt's ja auch nichts, mit Kasim, dem blöden Arsch. Genau. Wir werden aber mal schauen, ob wir vielleicht mit... Habe ich schon versucht, mit Urasal zu sprechen? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht können wir trotzdem bei ihm lernen. Ich glaube es nicht, aber vielleicht geht das. Das wäre göttlich. Nee, shit. Doch, ich glaube, ich habe schon mit ihm gesprochen. Ach, Mann. Ich hätte es so gern gelernt, denn wenn wir uns das jetzt anschauen, wir schlagen... Nee, doch, wir schlagen auch ziemlich schnell zu. Ich hätte gedacht, wir haben schneller zugeschlagen, als wir jetzt die Stufe 2 davon hatten. Aber naja, vielleicht hat mich das auch getäuscht. Vielleicht wollte ich mir das nur einbilden. Sprechen wir nochmal mit Montasir. Das haben wir ja schon gerade eben gemacht. Ich bin Montasir, ein Diener Beliars und Verwalter von Ishtar. Einer unserer Männer ist in der Wüste geblieben. Du kannst in seiner Hütte pennen. Die Treppe rauf, direkt die erste, die mit den Schädeln überm Eingang. Zeig mir deine Ware. So, besonderes Zeug hat er natürlich auch nicht. Wir könnten mir eben die Elite-Assassinen-Rüstung kaufen. Die ist nochmal ein bisschen besser als die stark schwere Nomaden-Rüstung. Aber, 140.000, ne? Ist ja nicht ohne. Ich meine, könnte ich machen, aber nee. Nee, ich will mich auch gar nicht so sehr mit den Assassinen hier verbrüdern, weil die Assassinen doof sind. Assassinen sind blöd. So, jetzt wisst ihr's. So, ist das hier die Truhe, die Tür mit den Schädeln? Nein. Ach, drüben die Treppe rauf. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass drüben die Hütte frei war, dass die immer zum Schlafen gut war. So, hier hätten wir... Das will er bestimmt nicht mehr, oder? Nein. Genau. Gut, hat sich das auch geklärt. Wir haben aber hier noch Nerusul, mit dem wir sprechen können. Was willst du von Nerusul, dem größten Schwarzmagier von Ishtar? Soll ich dir übers Haar streichen, weil du es geschafft hast, in die Stadt zu kommen? Das sicher nicht, aber wir können hier nämlich mal den Erzdiebstahl aufklären. Ich dachte, Zuben wäre der größte Magier hier. Genau, und das ist er auch. Du hast den Erzdiebstahl in Auftrag gegeben. Diese Idioten, sie haben mich betrogen. Sie sollten mir die Rohlinge bringen. Stattdessen haben diese Schwachköpfe sie für ein paar lumpige Goldstücke verkauft. Naja, Erzrohlinge sind einiges wert. Ein paar lumpige Goldstücke. Als Erzwaffen sind sie das Zehnfach wert. Eine Handvoll Assassinen, ausgerüstet mit diesen Waffen, kann niemand aufhalten. Doch ich. Niemand. Nicht einmal Zuben. Und ich werde der neue Herrscher aller Assassinen. Das ist ein sehr ambitionierter Plan, muss man schon sagen. Hey, komm mal wieder runter. Du hast die Erzrohlinge nicht. Nicht einen einzigen. Na gut, pass auf, vergessen wir diese kleine Angelegenheit. Ich zahle dir 2000 Goldstücke und wir schweigen für immer darüber. Wirklich? Wie sieht es aus? Sind wir im Geschäft? Ich habe über 200.000 Goldstücke. So, ich habe jetzt leider nicht gespeichert vorher, aber ich denke, da wir so nah... Nerusul, was ist mit deinem Bart los? Ist der irgendwie ein bisschen...
abgeglitten? Ich weiß es nicht. Hast du irgendeinen Unfall beim Rasieren gehabt vielleicht? Das sieht äußerst merkwürdig aus. Ja, ich will das eigentlich auch ordentlich abschließen. Mit dem Gold können wir eh nichts anfangen. Von daher, wir sind nah genug dran an ihm, um ihn zu besiegen, glaube ich. Denn auf die Entfernung könnte uns natürlich mit seinen Magier-Skills blöd kommen. Aber so sollte es eigentlich funktionieren. Von daher, stirb, Höllenbrut! Arr! Du wirst für deine Taten bezahlen. Mit deinem Blut. Du wagst es, mein Angebot auszuschlagen? Ja. Ja, du bist vollkommen irre, Mann. Belia selbst hat mich als seinen Diener auserwählt. Und ich werde dich direkt zu ihm schicken. Nun wirst du sterben. Na komm schon. Zeig mir, was du kannst. Ich hab schon Roba besiegt. Das ging daneben, mein Freund. Und das war's für dich. Und zwar jetzt. So, das Schöne ist nämlich, da er uns angegriffen hat und da es zum Quest gehört, dürfen wir ihn auch töten, ohne dass es jemanden stört, glaube ich zumindest. Also, es wäre zumindest seltsam, wenn es anders wäre. Hier steht was über Alchemie. Yay. Gut, wir haben schon gut was in Alchemie-Skills mittlerweile gesammelt, nur darüber, dass wir die Bücher immer uns angeschaut haben. So, sagt jemand was? Nö, ne? Mach hier keinen Ärger, klar? Mach ich nicht. Der Einzige, der Ärger gemacht hat, war Nerusul. So, mit Surus gibt's auch nichts. Das Lustige ist, wenn wir dann später Ishtar befreien, müssen wir natürlich auch Surus töten. Und da es ein Quest ist, Surus zu töten, wird sich unser Ruf in Ishtar dadurch auf 5 erhöhen, dass wir Ishtar befreien und ihn töten dabei mit. Gut, das war eigentlich so ziemlich das Einzige, was wir hier machen konnten, das nicht mit zur Prüfung gehört. Außer natürlich bringt Sven dem Schmied 10 Erzrohlinge. Aber ich wollte noch mal kurz gucken, ob wir vielleicht irgendwo... Vielleicht können wir zu Ninga gehen und ihm den Erfolg melden. Das wäre eine Möglichkeit. Hier haben wir überall bloß noch die Kopfgeldjagden, die ich nicht abschließen möchte. So, eine Lektion in Gastfreundschaft möchte ich auch nicht. Plündergut. Joris, genau. Das müssen wir noch machen in Bensala. Ansonsten geht es eigentlich nur noch um die Befreiung. So. Und da möchte ich noch mal kurz hier den einen Sklaven im Namen suchen. Ich glaube, der ist im Garten. Aber wir gehen mal einen anderen Weg in den Garten. Wir gehen nicht den offensichtlichen oben lang. Sondern, das möchte ich euch auch noch zeigen, es gibt ein paar kleine Katakomben hier. Und die wollen wir uns mal anschauen. Und zwar hier drüben, ne? Ja, genau. Da können wir runtergehen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ort, um später dann die Befreiung durchzuführen, weil es hier halt relativ eng ist, da können wir nicht so sehr umzingelt werden. Und hier können wir uns durch Gänge schleichen, in denen allerlei Zeug liegt, leider nichts Besonderes, aber das sammeln wir dann später mit ein. Und tiefer geht es, um dann wieder hochzugehen und zwar eine Pfanne. Aha. Und zwar geht es wo wieder hoch? Noch nicht beim Garten, aber wir sind gleich beim Garten. Das wollte ich schon mal dazu sagen. Genau, hier gibt es ansonsten nichts. Ich finde das aber ziemlich cool ja mit diesen Lagerstätten im Keller. Also das finde ich schon ziemlich cool gemacht mit den Amphoren hier unten. Auch diese, ich mag diese Gewürzsäcke immer, das ist total toll. Verschwinde! Wer bist du denn? Wer bist Zum du? Letzten Mal! Raus! Kannst du nicht mal? Glaub's hackt oder was, hä? Geh mich nicht blöd an. Also ehrlich mal. So. Hier unten gibt's jetzt. Was war das? Bürste. Natürlich, eine Bürste. Halt, was war hier? Ach, da drüben steht der Besen. Ich wollte schon sagen, ein unsichtbarer Besen. Genau, hier können wir durchgehen und kommen dann letztendlich wieder an der Oberfläche raus beim Garten. Ich habe keine Ahnung, wieso der Typ da unten uns nicht durchlassen möchte. Denn eigentlich ist hier nichts Besonderes, wo wir drüber stolpern könnten. Aber nun ja, was will man machen? Gut, sind wir mal den anderen Weg gegangen. Achso, ich wollte zu dem Sklaven gehen, fällt mir gerade ein. Ich habe es schon wieder total verpeilt. Welcher war denn das mit dem Namen? Hier nicht. Müssen wir mal gleich rüber. Hier drüben. Ich würde nämlich denken, der war hier im Garten. Sklave, Wache, Sklave. Ist auch keiner mehr.
drinnen auch nicht, aber vielleicht können wir noch mal lesen. Uninteressant. Na dann. Nur Assassinengewäsch, sozusagen. Okay, gehen wir nochmal zu Delazar. Du hast dich also mit Nerosul angelegt. Ja, genau deswegen. Er war vollkommen irre. Ich hörte, er steckte auch hinter dem Diebstahl der Erzrohlinge. Woher weißt du das? Ich weiß so einiges. Nun, wir mögen es hier nicht besonders, wenn hochgestellte Magier durchdrehen. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit von einem zufriedenen Alchemisten. Willkommen in Ishtar, Sohn des Nordens. Ich bin Delazar, Magier und Alchemist. Wie kann ich dir helfen? Besten Dank erstmal. So, wir könnten von ihm lernen, ich weiß nicht. Ich will von dir lernen. Natürlich. Ob es da so viel gibt. Meine Künste stehen jedem zur Verfügung, der es bis nach Ishtar geschafft hat. Ob wir überhaupt jetzt noch großartig bei ihm lernen könnten, weil wir uns ja gegen Belia entschieden haben. Aber ich will ja sowieso keine Magie lernen, das haben wir uns ja gerade schon angeschaut. Zeig mir deine Ware. Wir können mal kurz hier schauen, was er so besitzt. Das sind vor allem Rezepte für Gifte und Verwandlungsspruchrollen. Was ist? Ach nein, Tränke. Verwandlungstränke, also die Rezepte für Verwandlungstränke. Das ist eigentlich ganz lustig. Aber lassen wir jetzt auch mal außen vor. So. Da wollte ich jetzt eigentlich gerade hingehen. Ach, dankeschön. Nochmal kurz gucken. Hier steht nichts Neues. Okay. Die Sache ist, hier haben wir... Ah doch, hier ist die Wache, blöderweise. Aber ich wollte ja sowieso noch, bevor ich jetzt mit Krieg anfange, kurz schauen, wo der Sklave ist. Kann auch sein, dass der einfach die ganze Zeit durch die Gegend rennt mit irgendwelchen Packen im Arm. Die Sache ist, es gibt mir hier zu viele Magier. Das ist zwar mit Abstand noch nicht die schlimmste Stadt, was das angeht, aber es sind schon ein paar. Und die will ich natürlich im Voraus schon mal ausmerzen. Was ist denn der hier? Hier, Karmok, da haben wir ihn doch. Und, wie sieht's aus? Es ist besser, wenn wir nicht viel sprechen. Lust auf eine kleine Revolution? Du bist ein witziger Kerl, was? Na klar doch. Nein, ich meine es ernst. Wirklich? Pass auf, wir werden keinen Aufstand starten. Das ist absolut unmöglich. Warum sollte ein Aufstand unmöglich sein? Was braucht ihr? Also erstens bräuchten wir sowas wie einen Helden. Jemanden, der eine Chance hat, sich mit Zuben anzulegen. Check. Verstehe. Weiter? Dann brauchen wir 3 Waffenbündel. Wir wollen ja nicht mit Besen kämpfen. Und? Und wir brauchen jede Menge Heiltränke. Sagen wir 20 Stück. Gut. Das klingt doch schon mal nicht so unmöglich. 20? Oh nein, meine ganzen Heiltränke muss ich jetzt opfern hier. Das ist ja blöd. Hier sind 3 Waffenbündel. Du meinst das ernst, was? Ich werde sie an die Jungs verteilen. Aber zumindest können wir so unseren Ruf bei den Nomaden noch ein bisschen erhöhen, das ist doch schön. Hier sind 20 Heiltränke. Ausgezeichnet. Die können wir wirklich gut gebrauchen. Oh, meine schönen Heiltränke. Ich kann dich mit Zuben anlegen. Du? Du kommst vielleicht in den Palast, aber du musst schon die große Prüfung bestehen, damit wir dir glauben. Die kann ich nicht machen. Mann, Junge. Du solltest jetzt gehen. Okay, zumindest haben die Sklaven jetzt Waffen. Das ist ja auch ganz schön. Wir haben unseren Ruf bei den Nomaden noch ein bisschen erhöht. Aber wir können die große Prüfung nicht angehen. Das heißt, wir können auch hier nicht zur Zufriedenheit der Sklaven agieren. So, mit Zuges können wir immer noch nichts machen. Und hier sind auch zu viele Assassinen in der Nähe, als dass wir das jetzt angehen könnten, Zuges da anzugreifen. Dann muss das halt reichen, was wir jetzt haben. Das nützt ja nichts. So, ich höre nochmal. Können wir erstmal ein Stück Fleisch. Das ist ganz gut, dass ich die Heiltränke mir mal aufgespart habe. Ich will noch mal kurz gucken, ob Delazar vielleicht ein paar für uns hatte. Hattest du Heiltränke? Zeig mir deine Ware. Also das wäre wirklich das Einzige, weswegen mich die Alchemie interessieren würde, dass man Heiltränke herstellen kann. Ich hätte auch gedacht, ich habe mal irgendwie ein Rezept dafür besorgt. Kann ich mal hier ran? Scheinbar nicht. Aber naja, ich will mal kurz probieren. Speichern erstmal, ob das funktioniert. Das wird wohl funktionieren, das Speichern. Natürlich, wunderbar. Ich will mal gucken, ob wirklich nur die eine Wache hier drüben kommt, wenn ich den Lazar jetzt angreife. Schauen wir mal. So, die Wache, das ist klar. Ich hänge fest, stell ich gerade fest. Nicht nachlassen! Komm schon. So. Den haben wir gleich. Ah, das war ärgerlich.
So, und jetzt der Lazar töten. Sieht gut aus, wie mir scheint. Du schleichst herum wie ein Dieb. Ja, ja. Oh, jetzt kommen noch mehr. Okay, vielleicht haben wir dadurch jetzt schon die Revolution ausgelöst. Ich weiß es nicht. Ja, der ist schon irgendwie ein bisschen auf Krawall gebürstet hier. Den müssen wir schon nicht mehr finishen, damit der tot umfällt. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie! Okay. Geht's also los jetzt. Mist. Das hat gesessen. Ah, diese blöden Sperrkämpfer sind natürlich unglaublich lästig, ne? So, erstmal den hier drüben. Es gibt zu viele davon. Es gibt echt zu viele Sperrkämpfer in dieser Stadt. So, aber das Gute ist, die bleiben halt alle schön an der Tür stehen. Und das wollen wir auch so halten, würde ich sagen. So, das Problem ist, wir können uns nicht zurückziehen, um mal einen Heiltrank zu trinken. Das könnte zum Problem werden. So, denn wir sind hier ein bisschen eingekastet. Okay. Mist! Alter, ich hab dich doch erwischt, Montasir. So, ich müsste jetzt irgendwie hier durchkommen. Das ist das Problem. So, trink. Ich hab dir gerade gesagt, dass du trinken sollst. Okay, müssen wir nochmal machen. Das war insofern suboptimal. Ich hab Montasir erwischt. Ist das jetzt hingeblieben? Ach nein. Ich hab Montasir erwischt und es hat ihn einen Scheiß interessiert. Also es ist durch ihn durchgegangen. Und auch jetzt gerade eben, er sollte eigentlich einen Heiltrank trinken, er hat nichts gemacht. Das ist natürlich scheiße, wenn man in Situationen, in denen es wirklich auf jeden Bruchteil einer Sekunde ankommt, sowas passiert. Weil dann verkackt man's, ist doch logisch. Ich glaube aber, ich mache das trotzdem mit der Lazar. Da ist er nämlich weg. So. Ich werde dann bloß danach... Nicht nachlassen! Ich werde dann bloß danach aus der Stadt rennen, glaube ich. Zeig's ihm! So, wir schauen aber mal. Der Lazar liegt ja ziemlich weit am Rand. Ich glaube, als ich ihn getötet habe, ist noch niemand angekommen, ne? Wir schauen mal. Oder doch, das scheint mir schon irgendwie so. Der hat auch einen Teleportstein, das ist interessant. Kämpft noch jemand? Hallo? Irgendjemand? Bonjour? Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um! Nicht ich! Weißt du etwas darüber? Nein! Nein. Wir beobachten dich.